Einer der Stargäste an der diesjährigen IGH ist der österreichische Fernsehkoch Johann Lafer. Wie er nach über 40 Jahren tagtäglich immer noch seine Inspiration findet, das zeigen wir Ihnen im anschließenden Beitrag. Er ist das Urgestein der Fernsehköche, der Steiermarker Johann Lafer. Seit über 30 Jahren kocht er sensationell und televisionell. Ich glaube, dass Erfolg eine Sucht ist und diese Sucht will man befriedigen. Möglicherweise gibt es andere Dinge, die Sucht machen. Ich lebe dafür, dass Menschen wie dich, was du, einfach mir das Gefühl geben, ich habe ihnen etwas Gutes getan, das ist meine Prämisse Nummer eins, dafür arbeite ich und ich glaube, das ist meine Motivation. Unglaublich, aber wahr. In der Schweiz kocht Johann Lafer zum ersten Mal. In der Kocharena der IGH. Die eidgenössische Kulinarik liegt ihm allerdings im Blut. Da ich ja noch Verwandtschaft in der Schweiz habe und öfter mal zu Gast bin, um die Verwandtschaft zu besuchen, dann geht man natürlich auch gerne essen, habe ich einen kleinen Einblick, wie die Gastronomie in der Schweiz ist. Und was gefällt und was nicht? Ja, ich meine, es gibt natürlich überall solche und solche Restaurants. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich natürlich immer auf der Suche nach Spezialitäten aus der Schweiz, die man etwas in die modernere Zeit umändert, um natürlich dieses Authentische nicht zu verlieren. Also ich möchte jetzt nicht hier irgendwelche Küchen essen, die aus Norwegen oder aus Asien stammen, sondern ich möchte hier eher essen, das, was in der Schweiz wächst, was hier umgesetzt wird und was natürlich auch ein bisschen modernisiert wird. Das sagt einer, der seine Ausbildung vor 42 Jahren in einer Brauereigaststätte in Graz absolviert hat. Sein Rezept, um am kulinarischen Puls der Zeit zu bleiben? Eigentlich ganz simpel. Ja, man muss viel essen gehen, man muss sich Gedanken machen über das, was man selber gerne isst. Man muss natürlich auch viel lesen und sicherlich auch, ich sage jetzt mal, ja, einfach ein bisschen auch die Gäste befragen, was sie denn gerne essen möchten. Freude und Neugier am Essen. Das ist das schlichte Erfolgsrezept des Bauernsohnes. Und genau von da kommt auch seine tagtägliche Inspiration in der Küche. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe kennengelernt, dass die Natur uns die Produkte schenkt. Das ist sehr wichtig für uns, sonst können wir gar nichts kochen. Und das Zweite ist heute sehr oft auf den Markt gehen, sich dort mit Einheimischen unterhalten, Inspirationen holen. Also für mich ist, wenn ich heute ins Ausland fahre, nicht die Sehenswürdigkeit schlechthin das Thema Nummer eins, sondern der Bauch der Stadt, der Markt sozusagen. Denn wenn man das gesehen hat, dann weiß man, was diese Stadt ist. Und was übernehmen Sie dann? Wie entscheiden Sie das? Naja gut, das sind oft nur Kleinigkeiten. Das kann oft ein Gewürz sein, das kann aber oft eine Zusammenstellung sein, das kann ein Produkt sein, das kann ein komplettes Menü sein. Also meistens was dabei, wo ich das Gefühl habe, das bringt mir ein Stück weiter. Die Fans reißen sich um seine Köstlichkeiten. Johann Lafer, 16 Punkte Gomio und Sternekoch. Und immer noch neugieriger Küchenkünstler mit ganz viel Bodenhaftung.